So. Also ich glaube, wem jetzt noch nicht aufgefallen ist, was ich vorhab, der ist nicht sonderlich aufmerksam. Also der Mensch, ne? Nicht der Mann, nicht die Frau, der Mensch. Soll er es konform bleiben? Ihr kommt da dran. Ja. Achso, wir können aber auch eigentlich hier ein Holz füllen, ne? Ein Arbeitsloser. Ja. Schwierig. Schwierig. Könnten den entfernen. Den entfernen. Unsere armen Mitarbeiter. Schlepperposten. Niedrige Priorität. Aber dafür sorgen, dass immer alle beschäftigt sind. Es würde mich interessieren. Wenn ich den baue, der ist ja so noch im Distrikt. Ja. Baut den mal bitte fertig. Ist zwar Holzverschwendung, wenn wir sowieso noch Holz brauchen. Damit das schneller geht. Warum entfernen die sie einfach? Könnt ihr sie auch verdahen lassen, hätte weniger Arbeit. Aber das wäre ja zu einfach. Ja. Komm wieder, kühles Nass. Begeistere mich. Joa, während das Wasser hier schon durchkommt. Es ist hier nicht mal den Berg runtergeflossen. Schneller. Wer schafft's zuerst? Ja, zumindest füllt sich es hier ein bisschen. Oh. Oh. Okay. Also ist da nur wichtig, wo der Eingang ist. Wenn der Eingang über Wasser ist, kann der untere Teil des Gebäudes also auch unter Wasser sein. Oder ändert sich das dann? Nein. Aber vorher jetzt irgendwie. Die ersten Babys dann obdachlos sind, wenn ich es wieder abreiße. Nur kurzzeitig. Das ist interessant zu wissen. Das ist sogar sehr interessant zu wissen. 170. Wir brauchen mehr Wasserspeicher. Oder auch vor allem bessere Wasserspeicher. So. Mehr und bessere Wasserspeicher. Weil einer hält ja schon 300. Einer ist so viel wert wie 10 von den kleinen Fässern. Irgendwann müssen wir wahrscheinlich hier so einen kleinen Damm hinbauen, dass das Wasser sich dann mehr so wegdrückt, statt bei uns aufs Wasser, aufs Land. Ja, es wird mehr. Jo, und weg. Schwierig? Vor allem hier soll ja später mehr Wasser lang fließen als jetzt. Machen wir eine kleine Ufermauer.
Machen wir besser mal eine kleine Ufermauer. Muss ja nicht sonderlich hoch sein und keine Ahnung, aber zumindest das Wasser aufhalten. Wenn sich das hier auf der anderen Seite mal ein bisschen drüber drückt, ist mir das eigentlich relativ egal. Drei Arbeitslose. Ja, gut. Ich überlege wirklich, wir bauen am besten zumindest nochmal eine Doppelhütte. Damit, die passt da nicht rein. Damit. Ja, komm. Na gut. Ja, Wasserspeicher. Das ist das Einzige, was ein bisschen nervig geworden ist, jetzt so nach dem Update. Jetzt müssen wir ein Wasser lagern und dann... Nein, du musst dem Tank erst mal sagen, dass es ein Wassertank ist. Ich weiß gar nicht, wie das davor bei den Bibern hier war. Die haben ja verschiedene Flüssigkeiten. Gab es dann wirklich ein... Was gibt's alles? Ein Medizintrank? Ein Ahornsirup-Trank? Oder es gab nur Wassertanks und alles andere war in Kisten gelagert, die dann in den Lagerhäusern waren? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Der Baustelle fehlen Materialien. Ja, ein Biber, der es noch einmal anhustet, damit es fertig gebaut ist. Mann, Mann, Mann. Abreißen, abreißen, abreißen. Abreißen. Fahrt. Darunter. Gib ihm. Sollte auch alles erreichbar sein. Was hast du? Durst? Really? Wir haben doch Wasser und Nahrung hier. Was willst du? Du willst doch nur wieder extra Ration. Liebig Elster, du. ~60%? Immer noch 10 Tage oder so. Nö. Nö, 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 nö. Problem ist, dass wir jetzt wirklich nicht mehr allzu viel Holz hier bekommen werden. Wir haben echt so weit hier alles abgeholzt. Aber gut, wir haben ja auch, sobald nur ein Teil Platz war, direkt Holzfällerlager bauen. Yeah! Und genau das war das, was ich befürchtet habe. Wir könnten höchstens sagen, wir bauen hier hin. Reißen
den ab. Bauen dann hier nochmal eine Treppe lang. Dann wird das funktionieren. Also rein theoretisch wird das auch ohne den funktionieren. Ich finde, das sieht immer so ein bisschen merkwürdig aus, wenn dann hier so eine... hier so eine Ecke ist. Ich weiß nicht, so eine Ecke finde ich irgendwie viel schöner. Wir brauchen mehr Holz. Wir brauchen in diesem Distrikt mehr Holz. Also eigentlich nicht, aber für dieses Bauprojekt. Weil wir lassen das ja sowieso liefern. Dann sollte das relativ egal sein. Das sollte dann relativ egal sein. So, Deich. Den Baum entfernen. Und dann war's das. Ihr Biber. Ihr seid nun offiziell arbeitslos. Was. Ich muss jetzt nur leider sagen, das bitte mit höchster Priorität. Bevor hier nochmal mehr Bäume wachsen. Nein, 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 nein. Die könnt ihr mit Standardpriorität. Wir brauchen jetzt zwar Holz, aber... Oh, der Schlepperposten ist fertig. Na egal. Dafür könnt ihr aber hier wieder besetzen. 6 Arbeitslose. Na gut, wir haben 7 Jungtiere. Das ist ja das, was ich meine. Na gut, hier. Ab und an werden wir halt mal eine Welle mit dahingeschiedenen Bibern erleben. So, den Baum noch entfernen, bitte. Dann kann ich auch den letzten Biber-Holzfäller von hier unten entfernen. Hallo, bitte entfernt diesen Baum. Leute, nicht schlafen gehen, Baum entfernen. Ich frage mich gerade, ist Schlaf ein Biberbedürfnis? Hunger, Durst, Schlaf, ja. Schutz ist halt der Wohnbedarf. Wusste ich gar nicht. Wissen, Bücher, pfui. Gut, ich habe vergessen, den Baum auf höchste Priorität zu setzen. Ja, ja, entfernt. Ja, endlich. Huch. Was ist das denn jetzt so eine Tastenkombo, dass das so schnell ging? Da passt man mal wieder nicht auf, was die Tasten man drückt und auf einmal geht die Post ab. Oh, wir müssen aufpassen, wenn wir zu hoch basteln, läuft's über. Oh, 114. Ah, hier sind fast alle Bäume wieder abgeholzt. Wir verbrauchen viel.
Aber gut, die ersten wachsen dafür auch schon wieder gut nach. Die ersten wachsen auch schon wieder gut nach. Ja, Windstille. Schön für euch. Ja, drei große, also drei dreifach, ein Doppelhaus. Ja, schon wieder 84 Biber. Schnell, schnell geht's, ne? Schnell, schnell geht's. Er kommt, baut schneller. Oder arbeitet schneller, vielmehr. Baustelle fehlen Materialien. Biber ist verletzt. Nö. Sehe ich nicht ein. Oh. Jetzt habe ich aber Angst, die Dürre kommt. Leute, da habt ihr aber noch einiges vor. Noch einiges. Das macht ihr mal durch. Leute, warum macht ihr die Holzfäller nicht fertig? Dankeschön. Warum bei 99%? Moinsen. Yeah. Die bösen, bösen Biber. Müssten hier wirklich gucken, dass wir noch die Kiefern fällen. Reichweite geht noch. Wie sieht es da hinten aus? Geht auch noch. Förster. Bauen wir mal dahin. Dem gegenüber eine Treppe. Holzfäller. Machen wir mal so. Dann wieder jede Menge Ahorn. Bäume fällen bitte. So, da ist schon eine gesetzt worden. Jetzt sagen, wo kommt der Baum denn her? Jetzt wollte ich gerade schon sauer sein. Jo. Biber? Nee, uns fehlen Biber. Na gut, wenn wir drei wegholen, hätten wir keine Schlepper mehr. Aber wir haben noch Jungtiere mehr als genug. Das passt. Das passt hier auch noch. Wunderbar. Viel größer werden müssen wir aktuell nicht. Müssen ja eigentlich nur unsere Projekte erstmal abschließen. Naja, unser Megaprojekt hier. Der Rest passt ja eigentlich theoretisch.
Hin und Distriktor. Frage ist, wenn ich jetzt, keine Ahnung, hier ein Distrikt setze. Ich krieg gar nicht angezeigt. Doch, kriege ich. Jetzt geht sowieso nicht bis da hinten hin. Passt. Das passt. Ja. Da fangen sie ja endlich mal an. Da fangen sie ja dann endlich mal an. Fellbefehl hier kann ja eigentlich weg. Never. Denn ist ja schon wieder ein Setzling. Sofort entfernen, Leute. Sofort. Ich will da unten keine Bäume haben. Es ist eine Sache der Ästhetik. Nicht möglich, das zu verhandeln. Jo. Jetzt könnte man sich theoretisch zurücklehnen, Kaffee trinken, Tee trinken, Kakao trinken und warten, bis die Biber fertig sind. Weil ich glaube, so schnell kommen wir jetzt nicht in Bedrängnis. So schnell dürfen wir nicht in Bedrängnis geraten jetzt. Also nach oben können sie nur eine Erhöhung überspringen. Aber nach unten, wenn ich hier die Biber beobachte, ist ihnen das ja Schnurzpiep egal. Aber gut, gibt Schlimmeres. Sowas wie wirklich behindernde Sachen. Nein. Ich glaube, das ist dann die Höhe, die wir hier haben. Oder? Jetzt. Ja klar. Hier höher. Also die Höhe hier entspricht dieser Höhe. Wenn wir zu einem höher gehen, werden wir eins mit dem mit der Treppe hier, der Höhe. Das wäre sehr unangenehm für uns. Oh Gott. Warum? Warum? Nein. Da werdet ihr sowieso jetzt nicht rumbauen. Das heißt, ich kann hier auch einfach munter abreißen. Munter abreißen. Oh, dieses Schnellspeichern. Jedes Mal frage ich mich, was passiert ist. So. Hier, Mammutprojekt. Eine wunderschöne Leiter. Diese Treppe. Ah, eine Leiter wäre schön. So.
Gott. Nein. Nein, 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 nein. Das nicht. Machen wir es genau andersrum. Unten. Den Einer und da. Den Dreier. Die habe ich sowieso aus Versehen gesetzt. Ja. Das funktioniert schon besser. Und dann einmal hier weiter. Gott. Das wird niemals fertig. Das wird einfach niemals fertig. Oh wei. Oh wei, oh wei, oh wei. Was gut ist, die werden hier niemals anfangen zu bauen, bevor dieser Weg fertig ist. Und dafür müssen sie die Treppe dicht machen. Oder fertig bauen zumindest. Also wird alles gemacht, nur nicht meine Stadt überflutet. Wasser haben wir auch noch alles, was wir brauchen. Und selbst vernichten. Hier eine Badewanne draus machen, Sprengstoff bauen und hier wenig sprengen. Jum, Badewanne läuft voll. Weil dann hier nicht diese Meldung hatte, hätte so und so viele Gebäude stehen unter Wasser, würde ich das vielleicht sogar machen. Aus Spaß, eine schöne kleine Siedlung bauen, überfluten. Oh mein Gott, Katastrophe ist geschehen. Wobei, so sind sie schneller fertig geworden als erwartet. Wir brauchen nur, wie gesagt, jede Menge Holz. Ich würde aber ganz gerne sagen, die bei der Treppe mit hoher Priorität basteln. Weil ich möchte wirklich nicht, dass meine Siedlung überflutet wird. Ihr habt noch... Ja, das funktioniert. Achso. Man kann einfach verschwinden, die Biber, aber... Wir waren ja nicht in der Standardansicht. Würde aber gleich auch Feierabend machen für heute. Auf der einen Seite will ich nicht zu viel im Voraus aufnehmen, weil ich lade das ja auch noch auf YouTube hoch. Und zum anderen bin ich gerade für mich noch bei Grounded eine Basis, eine größere am Errichten. Und das macht mir ziemlichen Spaß. Also, Thema bauen macht mir auch Spaß, aber ich versuche vor der Arbeit und die beides ein bisschen zu spielen. Singleplayer für mich. Und Singleplayer für uns. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Schön brav einfach auf die Treppe stellen und basteln. Was soll schief gehen? Hier können wir weiterbauen. Hier fällt Befehl weg. Und hier macht ihr bitte jetzt auch mal primär die Dammarbeiten. Die Dampffellarbeiten. Ja, die helfen jetzt hier auch mit, ne? Rrr. Pöse, pöse. Oh. Oh, Wasser.
Wasser wird knappig. Wir hätten vielleicht auch einfach direkt hier einen Deich erstmal hinsetzen können. Machen wir doch mal einen provisorischen Deich davor. Ja. Dann kommt hier auch mehr Wasser runter. Ist aber, das wird nicht reichen in der Dürre, wenn die jetzt länger werden, hier das Wasser zu speichern, aber hier geht es sowieso nur verloren, dann kann es auch hier über die Strecke verloren gehen. Ah. Mehr Platz für einen Deich. Wobei, das ist egal. Nein. Das Wasser. Das Wasser. Lass mich raten. 99%. Oh, nein. 76%. Stopp. Ja gut, das Wasser kommt jetzt wieder langsam rein. Ich muss aufmerksam bleiben, was das angeht. Zahnräder. Wo sind sie? Da. Da passt jetzt so schnell nichts hin. Gut, ich könnte hier eine Treppe hochbauen. Weg, Weg, Weg. Noch ein Lagerhaus oben drüber. Frage ist, was machen wir da draus für ein Lagerhaus? Was soll noch gelagert werden? Fragen über Fragen. Sagen wir doch erstmal Grillkartoffeln. Kartoffellagerhaus ist schließlich voll. So, dann könnten wir auch sagen, ihr liefert Zahnräder, Zahnräder, Zahnräder. Wenn ihr Zahnräder bekommt, Speicher, mittlerer Tank für Wasser. Damit sowas nie wieder vorkommt. So, Deich, Deich. Deichus, Deichus. Na gut, damit es schneller geht. Manuelles Abreißen. Und ihr fällt hier weiter fleißig die Bäume. Und wenn ihr da fertig seid, könnt ihr gerne hier weitermachen. Wobei, wenn ihr da fertig seid, nicht jetzt. Deich, Deich. So, Blaupausen fürs Projekt stehen. Jetzt muss nur noch gebaut werden. Oh Gott.
Es wird auch nie fertig. Nie, 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 niemals. Nicht in 1000 Jahren. Wo waren jetzt nochmal die unendlichen Vorkommen? Hier? Hier, also zwei auf der Seite der Karte. Eine, die wir so mehr oder minder erreicht haben. Gab es nicht diese Wasserpumpen? Brauchen die keine? Okay. Diese Wasserpumpe, mechanische, braucht zwar 700 PS, aber keine Bevölkerung, keine Mitarbeiter. Schleifstein, Krankenbetten, ja, sowas wie ein Lagerfeuer. Müssten wir auch mal drüber nachdenken mittlerweile. Schauen wir mal hier eins hin. Na gut, das brauchen wir nicht zwingend. Ist ja in Anführungszeichen nur für das Wohlbefinden unserer Biber. Aber trotzdem. Ich will. So, wir haben hier Zahnräder. Das heißt, bitte erstmal hier fertig bauen. Oh, Vollbeschäftigung sogar bei den Schleppern. Krass. Das ging fast schon schneller als erwartet. Ja, 66%. Bastel ist fertig. So. Weiteren Ahorn bitte hier setzen. Ja, die fällen hier mehr mit als hier. Das ist nicht gut. Oh. So langsam wird's. Aber gut, ich mache jetzt für heute erstmal Feierabend. Ja, morgen eher weniger. Ich würde gucken, dass ich am Freitag da nochmal streame. Dann habe ich morgen nochmal Zeit für anderes. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.